Hallo und herzlich willkommen zur 100 und, nee, 200 und, 28. Folge von Project Unstable 6. Hi. Ja. Ich hab mal was gemacht gehabt. Und zwar, hab ich jetzt mal vor der Folge mich hingesetzt und hab mal etwas Kleines gebaut. Und zwar nochmal einen Computer mit einem großen Display, wo ich jetzt im Endeffekt alle... Okay, der flackert ganz schön hier mit den Updates manchmal. Ich habe im Endeffekt alle Erze hier reingepackt. Also praktisch alle Erze, die ich bekomme, gehen über einen Crate Transposer in die Enderlink Chest rein. Und zwischendrin wird natürlich alles schön gezählt. Das heißt, ich sehe hier jetzt wunderschön alle Items. Zum Glück. Das heißt, ich kann nämlich jetzt besser beurteilen, kriege ich überhaupt Crystal in der Form dazu. Ist es wirklich mehr als normal? Und bisher kann ich sagen, nein. Ich habe sogar die Accuracy Modifier habe ich auf 8 erhöht, aber nein. Von der kurzen Zeit, die ich es laufen lassen habe, überhaupt nicht. Ich wette, würde ich jetzt da irgendwie eine rote Linse reinmachen oder eine weiße oder was weiß ich nicht, dann würde das wahrscheinlich wesentlich mehr im Endeffekt bringen. Also, ich weiß nicht mehr. Dann würde ich wahrscheinlich bei den Ärzten, die dafür sind, wesentlich bessere Ergebnisse erzielen. Aber hier im Moment, ja, ich weiß selber nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, die Crystal Lens bringt nichts. Und dafür habe ich die extra so teuer gemacht. Gibt es noch eine andere gab es nicht, ne? Eine Laser Lens. Es gibt im Endeffekt nur die Farben. Dann haben wir Clear und Crystal. Und Clear ist ja sozusagen einfach nur der ganze Standard. Das heißt, mit Hilfe von Clear bekomme ich beim Void Ore Miner mit 1% Litherite. Ich will aber das Preferred haben. Und ich weiß einfach nicht, warum er das nicht anzeigt. Eigentlich sollte er die Crystal Laser Lens anzeigen, aber macht er nicht. Deswegen habe ich Angst, dass die einfach gar nichts bringt und dass hier einfach nur Standardwerte sind. Ich meine, wir haben Lanced Light, kann ich nicht mitzählen. Erodium Crystal haben wir 4 bekommen jetzt in der kurzen Zeit. Litherite auch 4, Palladium auch 4. Okay, wir bekommen auf jeden Fall von allen schon mal ungefähr die gleiche Menge. Da kann ich mal gucken, ob sich das auch widerspiegelt. 1,73, 1,15, 0,57, 0,57. Also, und hier sind wir bei 5,2. 5,4, 6,2 und 6,4. Also es... Vielleicht bringt es ja doch was. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal. Bei Chironite habe ich jetzt dafür, dass wir eigentlich ein Palladium haben, von Chironite habe ich am wenigsten bekommen bisher. Und Chironite hat 0,57, aber die haben alle 0,57. Nee, die haben mehr. Okay, also dass ich so viel Palladium kriege, sollte ja eigentlich dadurch nicht sein, ne? Ich nehme einfach mal an, es ist preferred, aber es bringt nicht ganz so viel, wie ich mir gehofft habe. Na gut, aber wir haben jetzt trotzdem nochmal eine Übersicht, das war mir jetzt wichtig, von allen Sachen, die wir irgendwie reinbekommen. Und hier ist es auch nicht so schlimm, wenn ich das praktisch mal aus und wieder anmache. Das ist praktisch einfach nur ein Sample, dass ich sehe, was wir jetzt ungefähr bekommen. Dass wir wenigstens irgendwelche Werte haben. So. Was ich für heute jetzt erstmal überlegt habe, was wir aber machen werden, weil Palladium sind wir ja noch eine ganze Menge entfernt von irgendwelchen Ergebnissen. Jetzt krabbelt meine Nase wieder. Moment. Haben wir gleich. Ich möchte das gerne upgraden. Die Polarizer, die Compactor und den Redstone Furnace. Hauptsächlich erstmal Polarizer und Compactor. Redstone Furnace kann erstmal so bleiben, aber die Sachen würde ich gerne upgraden, um noch eine Stufe auf Signalum. Ich habe dafür mal was vorbereitet. Und zwar habe ich 30 Signalum Upgrade Kits gemacht. Einzige, was ich noch nicht habe, sind die Augmente. Davon könnte ich nochmal 20 machen. Zack. Wunderbar. Gut, das sollte ja relativ schnell gehen. Ja, das ist jetzt nichts Kompliziertes dabei. Okay, die Compactor arbeiten jetzt schon. Und ich will gerne... Okay. Haben wir irgendwo einen Compactor, den ich mal beobachten kann?
guck mal einfach mein Ding kurz rein und warte mal, bis dann irgendwie ein Ingot reinkommt oder sowas. So, ihr seht, das ist die Geschwindigkeit im Moment. Und danach haben wir die ganze Zeit Leerlauf, bis wir wieder ein neues reinbekommen. Das ist ein bisschen doof. Allerdings ist es so, würde ich das Ding jetzt anders einstellen, weil im Moment ist ja unsere Conduit, die wir hier oben haben, so eingestellt, dass wir mit einem Item extracten. Würde ich das rausnehmen, würden wir mit 4 Items extracten. Das heißt, pro Extraction würden wir 4 Items. Das heißt, in jeden von den Compactor würden 4 Sachen reinkommen, 4 Items. Das heißt, sie müssen natürlich in der Lage sein, das auch wirklich zu bearbeiten. Im Moment, glaube ich, kann ich sicher sagen, dass wir die Zeit hätten, um 4 zu bearbeiten. Für Massen, wie gesagt, das ist das Problem. Das Ding ist erstmal für alle Aufträge, wo ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich 10 unterschiedliche Platten brauche, ist es egal, ob nun das System jetzt oder vorher genutzt wird am Ende. Sobald ich aber 20 Platten brauche, nur 20 Platten von einem Typ, dann würden halt bei 4 anstatt 10 nur 1, 2, 3, 4, 5 laufen. Weil alle 5 kriegen 4 Items rein, dann sind wir bei 20. Das heißt, es wird nur die Hälfte laufen von allen Compactoren. Wenn ich natürlich dann mehrere unterschiedliche mache und so weiter, dann kann es natürlich besser paralleler arbeiten. Und ich habe nicht diesen Ewigkeiten Leerlauf, bis ein neues reinkommt. Also bisher wäre es so, bei 4 würde sie es anstauen. Deswegen mache ich es jetzt so, dass ich es einmal upgrade und dann sollte sie es nicht mehr anstauen. So, ich nehme mal die Augmente schon mal raus. Eieieiei. Muss ich aber einen Haufen wieder machen. Gut, dass ich einen Haufen Redstone und Silicon habe. Na, Silikon haben wir nur noch 1000. Da muss ich mal irgendwann noch mal welche machen. So, was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich es vergessen. Signal um Upgrades. Das war, was ich wollte. So, nein, upgraden wir einmal hier durch die Reihe durch. So. Damit laufen die Dinger jetzt mit 150 Elf-Protik. Wir haben 1600 1600 haben wir durch die Conduits. Das heißt, ab einem gewissen Punkt würden wir hier Verlust machen, und zwar ab jetzt. Jetzt sind wir bei 211 pro Tick, pro Maschine. Geht natürlich nicht unbedingt so gut. Wir probieren es mal einmal ohne die Acceleration Upgrades, wenn ich jetzt einfach mal einen Haufen bestelle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, braucht er noch irgendwie Plates oder sowas? Ne, die hat er alle fertig. Okay. Gut, Kuchen macht er noch, weil ich Mana gezogen habe. Okay, wir machen mal ein paar Plates. Wir machen einfach mal 100 Iron Plates. Und gucken mal, was passiert. Oh. Moment. Nein, nein, lass mich bitte raus. Danke. So, komm, komm weg. Mal ganz kurz hier abbrechen. Achso, Cancel. So, einen wegnehmen. Okay. Wir müssen das ja anders machen. Wir müssen ja die Conduit erstmal anpassen. So, South. Extract. Wir nehmen Extraction Speed raus. Wenn wir da jetzt noch wenn wir da Upgrades reinpacken würden, anstatt Downgrades, würden wir ja einfach nur mehr pro Extraction nehmen. Das heißt, irgendwie erscheint mir die Musik so laut. Moment. Ach, Quark, was mache ich denn? Da muss ich hin. Ist aber richtig, dann stelle ich mal bei mir persönlich leiser. So. Gut. Ja, und das wäre dann auch wieder bescheuert. Das heißt praktisch, der Speed ist dann nicht einfach nur, wie schnell es durchläuft, bis es den nächsten Tick macht, sondern, ja. So, wir machen mal 100. Go. Und wir sollten jetzt sehen, dass wir hier 4 reinpacken, genau. Also mal gucken, ob wir zunehmen. Wir nehmen sogar leicht ab. Okay, also bei Massensache sind wir jetzt wesentlich schneller. Wir haben jetzt 100 Platten gemacht in der kurzen Zeit. Also, ich kann mal, kann ich hier irgendwie einen Timer? Gibt es da irgend sowas? Irgendwie? Gibt es das bei Microsoft? Nee. Moment, ich mache mal ganz kurz auf dem Handy was auf, weil mich interessiert das einfach mal, wie lange ich jetzt für 100 Platten brauche. 100, next. So, wir machen 100 Kupferplatten. Moment. Stoppuhr. Und go. So. Wo ist es? Da ist es. Wir gucken uns das einfach mal ganz kurz an. Ich glaube, das Schedulen dauert mit am längsten, weil jetzt natürlich alle laufen.
Also es sollte jetzt nicht mehr das Problem sein. Ihr seht, wir craften immer nur maximal 20 und danach geht's rapide runter. Okay, so, das sind ungefähr 23 Sekunden, ich rund mal auf, weil ich nicht weiß, wie ich gestoppt habe. 23 Sekunden. Sind wir mal großzügig und geben ihm mal 25 Sekunden für 100 Platten. Dann haben wir 4 Platten in einer Sekunde. Oder? Oder 25 Sekunden? Moment, 100 Platten, 25 Sekunden, ja. In einer Sekunde machen wir 4 Platten. Im Schnitt. Was eigentlich nicht ganz stimmt. Aber na gut, doch, von der Reihenfolge her stimmt's. Weil wir ja nicht alle auf einmal befeuern, sondern wir sie ja erst nach und nach befeuern. Okay, also es bringt auf jeden Fall was und ich brauche theoretisch nicht mal das Augment drin. Da könnte ich mal gucken, was wir noch für Augments haben für einen Kompaktor. Warte mal, Augment. Was haben wir denn alles für Augments? Vielleicht finde ich noch was Schönes. Processing Speed, Secondary Outputs, some Specializations. Gibt es da irgendwas für einen Kompaktor? Das ist nur dafür. Das ist Dynamos. Ich glaube, mehr haben wir gar nicht. Nope. Okay, das heißt, wir können im Endeffekt nur Auxiliary Upgrades reinpacken. 150 F pro Tick sind noch okay. Wie gesagt, 1600 kann man im Moment liefern übers Kabel. Wir haben hier 10 Dinger, also arbeiten sie korrekt. Einzige Problem ist, wie gesagt, nur, dass wir... Na, wie heißt's? Würden wir es jetzt noch beschleunigen, würden wir schneller sein als die Sachen selber. Also als der Extract. Und das will ich eigentlich nicht. So, wir können dann schon mal auf jeden Fall die andere Seite nochmal machen. Huch. Nein, ich will gar... Nein. So. Und nehmen wir hier oben auch mal das Upgrade raus. Wo ist es denn? Da? Ja. Gut. Oder eher gesagt, das Downgrade. Und dann haben wir jetzt den Pulverizer auch mal ein bisschen schöner. Wie gesagt, das ist so... semi-okay, finde ich, in meinen Augen. Weil es gibt so ein paar Sachen, die halt doof funktionieren. Was halt hauptsächlich damit zusammenhängt, dass das ganze Ding immer auf vierer Basis ist. Also entweder es ist ein Item, es sind vier Items, es sind acht Items und so weiter. Dann 12, 16, bladiblub bis 64 hoch. Was es ein bisschen doof macht, muss ich ehrlich sagen, das irgendwie zu machen. Ich hätte lieber einfach, dass wir es beschleunigen können, dass wir praktisch... wie Art Inputs linken können. Das weiß ich gar nicht, wie das funktioniert und ob das der Fall ist. Aber das wäre mal interessant. Kann man, ob vielleicht einer von euch das weiß, ob es ein Eid, ob es eigentlich einen Mod gibt, der das macht oder vielleicht sogar ändert oder das macht, dass man, dass er Sachen kombiniert. Das heißt, wenn ich beispielsweise, Moment, mach das mal ganz kurz. Immer ein paar Crates. Also, angenommen, wir haben jetzt dieses Konstrukt. Ne? So, stellt euch vor, hier nehmen wir raus mit Extract, Round Robin. Always active, ne? Und das hier die anderen Dinger sind alle einfach nur Insert. So. Dann ist jetzt meine Frage, wenn ich jetzt mal Downgrades mache. Oder mal die Downgrades nehme, weil wir es einmal haben. Und ich mache noch Cobblestone. Und zwar, wie das Ding funktioniert. Wenn ich jetzt das Zeug hier reinpacken würde. Downgrade Round Robin. So. Dann packt er in alle jetzt praktisch nach und nach einen Cobblestone rein. Er geht die Reihe durch und fängt wieder vorne an. Die Frage ist jetzt, wie verhält sich das Ding? Wie gesagt, ich kann es ja mal austesten, ganz einfach. Wenn ich dann noch ein zweites Ding dazu chaine, mit auch einem Output. Nennt er jetzt immer zwei. Die Frage ist, packt er sie... Jetzt hätten wir halt einen Zweier-Output. Bringt halt auch nicht so die Welt. Also theoretisch, es ist unabhängiger, aber das Problem ist, er nutzt immer die gleichen, wie ihr hier seht. Und das ist im Endeffekt mein Problem gewesen. Mein Gedanke gewesen, warum das doof sein könnte. Dadurch, dass er immer die gleichen nutzt, haben wir nämlich das Problem. Na gut, er nutzt nicht immer die gleichen anscheinend. Wahrscheinlich geht's nach Länge oder sowas.
das Problem an der ganzen Sache ist nämlich, ich hätte es gerne so, dass praktisch der Round Robin global ist fürs Netzwerk. Das ist im Endeffekt jetzt mein Gedanke gewesen. Wenn das Ding hier extracted, dass es praktisch sagt, okay, ich gehe jetzt hier rein. Und dass praktisch das System vom Round-Robin-System weiß, dass nicht das Ding sagt, ich gehe dahin, dann dahin, dann dahin, sondern das Ding sagt sich nicht das selbst, sondern es sagt dem Netzwerk, ich gehe jetzt dahin. Dann kommt der nächste Output und sagt, okay, du gehst dahin, dann gehe ich hierhin. Und dann sagt das, okay, du warst da, dann gehe ich als nächstes hierhin. Und dass wir praktisch trotzdem dieses normale Round-Robin-System hätten, aber zu einer doppelten Geschwindigkeit. Aber das ist leider nicht der Fall. Und ihr seht, es sind sie wieder alle gleich, also es ist ungefähr die gleiche Verteilung. Das ist so ein bisschen, was mich stört und was ich gerne hätte. Weil das macht so ein bisschen, das würde das Problem beheben, was ich im Moment habe. Weil das Einzige, was wir wirklich nur haben, ist Extraction Speed, den ich ja nicht unbedingt brauche. So. So, die upgrade ich jetzt erstmal nicht. Folgendes. Wie viel Obsidian Dust habe ich nicht genug? Ich mache mal kurz 100 Obsidian Dust. Sind ja nur 25. Das heißt, es geht nur ein paar an. Es sollten nur 4, ne 5 angehen. Ne, 2. Stimmt, es ging ja 4 raus. Also das dauert ein bisschen länger dadurch jetzt. Warum sind die jetzt angegangen? Okay, ich frage nicht nach. Ja. Es geht trotzdem relativ schnell, glaube ich. So von der Art und Weise unser System. Ich bin am überlegen, ob ich trotzdem noch die Augmente reinpacke. Ich meine, nur bei großen Bestellungen geht ja alles an. Das heißt, eigentlich sollten wir niemals an diesen vollen Stromlast ziehen. Aber ich müsste den Capacitor so bauen, dass ich 2 Outputs habe. Dass ich das nicht über ein Netzwerk mache, weil im Moment haben wir nur 1600 für die Redstone Furnace und die anderen zur Verfügung für die Compactor. Dass ich es vielleicht so mache, dass wir jeweils 1600 zur Verfügung haben. Auch wenn der Input es erstmal nicht hergibt, aber dass der Output es wenigstens hergeben könnte. Was sind hier drin? 4 Millionen, ne? Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich das schön machen will. Weil das würde dann alles hier im Weg stehen. Ich lasse es erstmal so. Ja. Na gut, wir haben auf jeden Fall schon mal ein kleines Bottleneck ein bisschen behoben. Wir müssen aber noch was anderes machen. Ich weiß, ich glaube, die Folge komme ich jetzt erstmal nicht wieder dazu. Und zwar möchte ich hier oben das Bottleneck bewerkstelligen. Und zwar haben wir im Moment das Problem. Jetzt zum Beispiel wieder, er hängt fest. Er hängt fest an den Redstone-Chips. Die Redstone-Chips kommen nämlich auch hier rein. Und das ist, glaube ich, trotzdem das Problem, dass er, auch wenn er praktisch hier was ins Lager bekommt, er es trotzdem automatisch erstmal hier reinpackt. Obwohl er es erst einmal hier drin lagern sollte. Was er sogar macht. Warum hat er noch 16 offen? Er kommt irgendwo durcheinander und ich weiß nicht, warum und wieso und weshalb. Irgendwo kommt er sehr stark durcheinander. Und hier auch das nächste. Die Redstone Chips. Er sagt immer noch, er craftet welche, obwohl eigentlich schon alles fertig ist. Ich weiß nicht warum. Und das müssen wir unbedingt noch beheben irgendwie. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass der Inscriber hier irgendwie die Redstone Chips verlieren würden. Wir werden das ein bisschen anders regeln. Und das nächste Problem ist unser Fluid Transposer und Magma Crucible Setup. Im Moment ist alles schön. Sobald ich aber, ich hatte es vorhin wieder bei den Signalum-Sachen, als ich die gecraftet habe. Wir haben halt keine Reihenfolgentreue. Das heißt, beispielsweise ein Eimer kann im Fluid Transposer sein, wenn aber gerade Gold im Magma Crucible ist. Das heißt, wir unten machen wir Gold, hier oben haben wir einen Eimer drin als erstes und danach kommen die Chips und wir würden den Eimer dann theoretisch mit Gold oder sowas befüllen. Was es ziemlich dumm macht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ja, das müssen wir unbedingt nochmal beheben. Also wir werden dafür sorgen, im Endeffekt einfach nur, dass wir das ein bisschen separater gestalten, dass wir vielleicht einfach mehr Magma Crucible und mehr Fluid Transposer machen. Auch hier hinten das möchte ich eigentlich auch gerne noch parallelisieren. Weil im Moment ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Flux-Dinger mache.
Ich hab da einfach mal 100 gemacht gehabt, dass wir ein bisschen was auf Tasche haben. Es braucht einen kleinen Moment. Im Moment ist unser Bottleneck im Endeffekt das Elektrum Dust. Was wir aber relativ schnell beheben können sogar. Wobei ich glaube, den Fluid Transporter brauche ich sogar nur noch einmal upgraden und danach voll augmenten und das war's. Ich glaube, dann habe ich schon, was ich brauche an Geschwindigkeit. Ich glaube ja. Trotzdem gefällt mir das Ding hier nicht, was wir hier gebaut haben. Weil, das habe ich ja schon mal gezeigt und gesagt, dass ich komme hier nirgendwo hin. Komm ich hier irgendwo rein? Das ist ein Kabel, ist egal. So, im Endeffekt gefällt mir diese Anordnung überhaupt nicht. Wir haben die Fluid Transpose, wir haben das schön gemacht. Wir haben hier ein Interface im Endeffekt dran, worüber wir die Crafting-Rezepte machen. Das ist nämlich eine Seite, die wir als Input haben müssen. Und dann brauchen wir als andere Seite noch die Flüssigkeit, die wir separat machen müssen, weil ansonsten funktioniert der Mist ja nicht. Das heißt, wir brauchen drei Seiten. Eine für Strom. Hilfe, was ist jetzt los? Oh mein Gott. Wir brauchen eine Seite für Strom, wir brauchen eine Seite für Interface und wir brauchen eine Seite für Flüssigkeit. Weil ich leider über das Interface nicht beides senden kann. Deswegen werde ich die Dinger umbauen und werde die nicht hier lassen. Das steht fest. Weil das bringt nichts. Ich weiß noch nicht genau, wo ich sie hinbauen will. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich sie oben hin machen will. Praktisch, dass wir die mit hier in die Ecke irgendwie machen. Hier, wo wir praktisch noch ein bisschen Platz haben, dass wir hier einfach die Fluid Transposer Automatisierung machen, dass wir die praktisch nebeneinander machen. Einfach drei Stück, gerade nach oben. Dann können wir einfach noch dahinter laufen. Wäre dann möglich. Wir könnten trotzdem natürlich in die Mitte von den ganzen Sachen nochmal den entweder Strom packen, je nachdem, was wir mehr brauchen. Strom oder das andere. Hier, andere ist im Endeffekt die Flüssigkeit. Wobei ich glaube, Flüssigkeit werden wir in der Mitte durchgehen. Ja, es ist halt fraglich, wie ich das machen will. Weil hier hinten die Channel sind auch bald voll, wenn ich mir recht entsinne. Ja, wir haben 4 von 8 Channeln und theoretisch hatte ich ja noch vorgehabt, mehrere. Wie heißen sie? Induction Smelters machen. Wo uns ja das Problem, das ist ja der nächste Mist gewesen, das Problem aufgefallen ist, wir können die Dinger gar nicht so automatisieren, wie wir wollen. Wenn ich jetzt mehrere Induction Smelter habe, dann würde er die Last nicht verteilen, wie er es normalerweise machen würde, sondern wenn ich praktisch sage, hier nicht pushen, hier Blocking Mode im Endeffekt, packt das trotzdem rein. Weil wenn ich jetzt beispielsweise Hard Glass bestelle, einfach mal 10. Eigentlich ist Blocking Mode. Er packt trotzdem alles rein. Aus Code XY. Niemand weiß warum, aber er macht's. Das heißt, theoretisch müsste ich das Setup für die Induction Smelter, um eine Parallelisierung zu gewährleisten, genauso machen wie hier drüben bei den Alloy Smeltern und im Endeffekt hier drinnen das Interface haben, welches nach links und rechts eine Verbindung hat und links und rechts davon ist beispielsweise ein Crate oder wir packen 4 Crates oder was weiß ich nicht, aber theoretisch müsste ich es so machen, damit ich eine Parallelisierung hinkriege. Weil wir brauchen irgendeinen Crate, irgendwas, wo wir blockieren können. Das heißt, entweder wir hätten eine 3er Breite in der Länge, dann würden wir einfach praktisch für jedes Ding ein Interface machen und hätten dann auch Crates. Oder wir tun es separat irgendwie machen, was alles einfach bescheuert ist. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das schön machen will. Deswegen sieht das ja auch immer noch so hässlich aus. Ich mache jetzt trotzdem mal Folgendes. Hatte ich nicht noch ein Octadict eigentlich gemacht für das Ding da vorne? Ja. Fassad. Ah, Folgendes. Ich cover das mal jetzt hier ab. Machen wir mal noch eine Fassade. So, und dann gucke ich noch einmal ganz kurz, was unser... Das geht so schön schnell jetzt. Wunderbar, so gefällt mir das. Dann gucken wir einmal, was noch unser System macht mit den Erzen. Gucken wir mal, was die Anzeige sagt jetzt in der Zeit von der Folge. Haben wir bekommen... ich brauche Palladium. Nicht Platinum, sondern Palladium. Palladium. Haben wir 3 Stück bekommen. Also in der Zeit, wo ich das Ding anhatte,
haben wir 3 Stück bekommen. Ich weiß nicht, wie viel wir Anfang dieser Folge hatten. Ich glaube, auch 3. Können sogar auch 3 gewesen sein. Haben wir irgendwelche anderen Crystal bekommen? Iridium haben wir ein paar bekommen. Chironite haben wir nur einen einzigen bekommen, was echt bescheuert ist. Palladium, wo sind die anderen Crystal? Litherite haben wir 9 bekommen. Warte mal, Litherite, Iridium, Chironite und ja, Palladium. Ja, das Gefühl nicht los, das Ding bringt's nie. Wir haben jetzt ganze 9 Palladium. Wow. Sieht nicht gut aus. Nun gut, wir können es natürlich mit mehr Energie noch versorgen, das können wir noch machen. Wir können mehr Energie reinpumpen, wir können das Ding noch upgraden, wir können noch Speed Upgrade reinpacken, wir können theoretisch auch Luck-Modifier jetzt machen. Dann hätten wir den Vorteil, wir könnten mehr Erze auf einmal bekommen. Was vielleicht was bringen würde, aber ich meine, ich habe jetzt 8 Accuracy drin und ich bekomme irgendwie immer noch gefühlt nichts dazu, im Gegensatz zu allen anderen Erzen. Nun gut. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin noch einen schönen Tag. Tschüss, auf Wiedersehen und ja, gehabt euch wohl. Bis dann. Ciao.